Karo. Mein Ass sticht auch in den Untie der Erde. Aus, aus, aus! Herr Todesschwinge, wir probieren das jetzt hier schon seit einer Stunde. Können Sie sich denn nicht mal diesen einen einfachen Satz merken? Schmerz, Qual, mein Hass brennt sich durch die Untiefen der Erde. Nichts anderes. Ach Scheiße, ich bin ein riesiges, zerstörerisches Drachenmonster und kein Geschichtenerzähler. Außerdem habt ihr mich gerade bei meiner Freitagsskatrunde mit Neptulon und dem Riesenkraken unterbrochen. Können wir dann wieder? Ja, ja. Die Skatrunde war eh nix. Neptulon hat die Karten immer nass gemacht und der Riesenkraken hat beim Mischen immer beschissen. Mann, jetzt hetz mich nicht. Wie war der Text nochmal? Schmerze, Qual. Ja, das klingt gut. Ton ab! Bert. Grafzahl. Mein Grobi rennt durch die Untiefen der Sesamstraße. Aus, aus, aus! Was war denn das jetzt? Sesamstraße! Nein, ich sagte seltsam hasse. Ich wollte etwas Mystik und einen französischen Akzent, wissen Sie. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, mir diese ganzen Patzer anzutun. Heute Abend muss der Trailer fertig sein. Herr Todesschwinge ist jetzt mal still. Und wir probieren das mal mit der Zweitbesetzung. Übrigens der Einzige, der sich freiwillig gemeldet hat. Ach, und wer soll das sein? Schalömchen. Ich bin die Dancing Queen, young and sweet, only 17. Ah. Nee, ne? Das ist nicht euer Ernst. So, können wir? Natürlich, morgen. Der Priester mit Pfiff hat alles im Griff. Ich warne euch, ich werde... Schmerz! Ah! Qual! Der Spaß beginnt in den Untiefen der Erde. Oh, Entschuldigung, da ist wohl mein Temperament mit mir durchgegangen. Mein Hass brennt sich durch die Untiefen der Erde. Ich bin ein ganz böser, böser Drache und flippe hier mal richtig aus. Das kann man wohl sagen, wenn ihr diesen Scheiß... Cut! Super! Ist im Kasten, nehmen wir. Vielen Dank, Herr Söron. So, das reicht jetzt. Jetzt werde ich Azeroth mal ein neues Arschloch bohren. Verehrte Hörer, das Illy und Arti-Team hielt es für seine Pflicht, Sie über die wahren Hintergründe des großen Kataklysmus aufzuklären, der Azeroth heimsuchte und die gesamte World of Warcraft für immer verändert hat. Der wahre Schuldige ist ausgemacht, Söron. Todesschwinge wurde aufs Übelste provoziert und kann daher wegen verminderter Schuldfähigkeit nicht zur Verantwortung gezogen werden. Diese Umstände sind zu ernst, als dass man daraus eine heitere Unterhaltungsfolge machen könnte. Investigativer Journalismus bedeutet knallharte Fakten und gnadenlose Recherche. Blicken wir also einmal hinter die Kulissen von Illy und Arti und finden heraus, wie so eine Folge entsteht und wie man dort mit dem großen Kataklysmus umgeht. So, alle Sprecher bereit? Vorgina, Dietor, seid ihr im Flow? Flow? Nee, du, wir Nachtelfen sind prinzipiell resistent gegen parasitäre Kreaturen. Und als Druide habe ich da eine spezielle Kräutermischung. Klar, im Flow. Dietor auch, wie du hörst. Also, ich erkläre euch jetzt mal die Szene. Ihr seid im Ödland und untersucht die Verheerungen, die Todesschwinge angerichtet hat. Außerdem testet ihr die neuen Quests. Ihr quatscht da mit diesem Zwerg, dem Ork und dem Gnom. Alles andere ergibt sich von selbst.
Das ist exzeptionell positiv. Ich favorisiere absolut einen intellektuellen Disput, wobei ich gerne mal an der Position von Bürgern mit exotischem Hintergrund partizipiere. Was? Er sagt, er quatscht gerne Runde. Ach so. Aber nicht zu viel labern, sondern die Quest machen. Ja. Okay, Wind ab. Ödlandmusik ab. Aber nicht zu lange, sonst kriegen wir ein Urheberrechtsproblem. Naja, 15 Sekunden kannst du es schon noch laufen lassen. Wo sind denn die Typen, mit denen wir reden müssen? Ach so, ja, immer der Schlange von Spielern folgen. Ist ziemlich viel Betrieb hier. Widerspruchslos, weil's in ihrem Vertrag steht, reihen sich Vorgina und Dietur in die lange Schlange der Spieler ein, die darauf warten, die Quests mit dem Zwerg, dem Ork und dem Gnom absolvieren zu können. Dabei fühlen sie sich alles andere als wohl, denn ihnen schlägt eine deutliche Feindseligkeit entgegen. Vielleicht sollten wir mal rumfragen, ob wir eine größere Gruppe bilden können. Dann muss nicht jeder für sich so lange warten. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Entschuldigen Sie, Herr Schurke, da vor mir. Makro an, nein, ich will keine Gruppe mit dir. Nein, ich gehe keine Instanzen mit. Nein, ich verschenke kein Gold. Ich bin eh schneller als du. Ich schnapp dir jeden Mob weg und dränge mich beim Questen vor. Leck mich alle am Arsch. Wenn ich nicht völlig kontaktgestört wäre, würde ich nicht WoW spielen. Also ich weiß nicht, was mich mehr erschreckt. Diese Abfuhr oder dass der Typ dafür extra ein Makro gebaut hat. Hey, du bist doch der Vorgina, oder? Und du, dieser dödelige Lehrer, der sich als Nachtelf verkleidet hat. Ja? Hey Leute, guck mal. Das sind diese Idioten von Illy und Arti. Da kackt ihr ganz schön ab, wa? Wo jetzt Alimania die nächste Generation rausgekommen ist. Nee, du. Weitergehen, einfach weitergehen, nicht provozieren lassen. Tja, also dann. Guckt euch mal meine Klicks auf YouTube an und dann eure. Vergleicht und weint. Es gibt kein YouTube im Ödland. Einfach weitergehen, ihr wisst nicht, wovon der redet. Nachdem Vorgina und Dietur diese seltsamen Begegnungen halbwegs verkraftet haben, stehen sie nun endlich den Questgebern gegenüber. Ein Zwerg, ein Ork und ein Gnom. Und nach lächerlichen 15 Minuten kriegen die NPCs auch mit, dass sie von unseren Helden angesprochen wurden. Ach, Hallöchen. Endlich ein paar Leute hier im Ödland. Wie willst du das denn erzählen, Gnom? Es kotzt mich an. Ich kann echt keine Spielsüchtigen mehr sehen. Mensch, Ork. Ja, was denn du? Mensch oder Ork? Ach, du weißt, was ich meine. Ich wollte doch einfach nur... Bleibt auf dem Boden. Mach endlich deine Quest teil. Wir wollen hier irgendwann mal Feierabend machen. Der Zwerg hat recht. Also leg los. Also, verehrte Helden, die Quest besteht darin, dass ihr euch unsere Geschichte anhört, wie wir Todesschwinge richtig einen auf die Mütze gegeben haben. Jeder von uns wird einen anderen Teil der Geschichte erzählen, aber eins bleibt immer gleich. Wir sind die Größten. Einfach nur zuhören? Wie langweilig. Hey, auch noch frech werden, wa? Ihr werdet das Ganze als Vision erleben und ihr dürft sogar selber was machen. Nachdem unsere Helden quasi in den Gnomen gefahren sind, werden sie dank der Gnomentechnologie zu Riesen, durchstöbern die Wolken, greifen sich Todesschwinge, der vor der Sonne herumkurft, und schmeißen ihn rüber nach Kalimdor. Also wenn das jetzt irgendwie bescheuert klingt, optisch ist das echt gut umgesetzt. Dann ist der Zwerg an der Reihe, mit dem sich Dietur und Vorgina durch mehrere Reihen von Felsenelementaren durchboxen müssen, um Todesschwinge am Ende mit einem rechten Haken außer Gefecht zu setzen. Klingt auch nicht viel besser, ist aber auch nett anzuschauen. Der Hammer kommt allerdings erst dann, als der Ork mit seiner Geschichte dran ist. Also was der Zwerg und der Gnom hier erzählt haben, ist natürlich gelogen. Jetzt kommt die volle Wahrheit. Ich stehe da also so mit meinem fliegenden Chopper. Was so ein Gerät in einem Fantasy-Rollenspiel zu suchen hat, werde ich nie verstehen. Fliegenden Chopper? Ja, danke sehr. Wir sehen es selbst.
Ist ja echt billig, wie sich diese Menschenfrau und diese Nachtelfe an den Ork ranschmeißen, nur weil der hier mit seiner Kiste angibt wie 10 nackte Oger. Ach, und wen sehe ich denn da? Der Ork hat anscheinend nicht nur weibliche Bewunderer. Ein blonder Blutelf, sieh mal an. Eine globale Katastrophe reicht dir wohl nicht, was? So ein Mist. Wer rechnet denn damit, dass ausgerechnet ihr hier aufkreuzt? Wenn der Herr Syron mal einen Blick in das Drehbuch geworfen hätte, hätte sich diese Frage erledigt. Und jetzt bitte weiter. Psst, ihr habt mich nicht gesehen und ich war die hier. An dieser Stelle verlassen wir das Ödland und werfen einen Blick auf das mediterrane Set auf dem Söldnerschiff, das Sturmwind verlässt, aber, wie wir wissen, seinen Bestimmungsort nie erreichen wird. Yo ho, alle Mann in die Segel! Die Black Pearl ist viel zu langsam, klar soweit? Kurs Tortuga! Ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr Captain Jack... Sag mal, geht das auch ein bisschen leiser? Die Leute gucken schon. Dass man hier auch nie seine Ruhe hat und einfach mal seinen kranken Allmachtsfantasien nachhängen kann. Und könntest du bitte die Perücke mit den Rasterlocken und diesen gammeligen Dreispitz absetzen? Wenn Johnny Depp so blass gewesen wäre wie du, hätte er gleich den fliegenden Holländer spielen können. Na, wenn's dem Herrn Arti Holder Gaudi bringt, na lassen doch. Nicht so gönnerhaft, Herr Schurke. Weiß eigentlich einer von euch, wann es hier mal sowas wie Jage gibt? Boah, nee, das ewige Geschaukel geht ja nicht. Ich häng mich hier bald über die Reling. Könnten die Damen und Herren Sprecher jetzt mal das Diva-Gehabe abstellen und sich auf die Szene konzentrieren? Danke sehr. Also, gleich kommt dieser Riesenkraken und zieht das Schiff runter. Na, was für ein origineller Einfall. Nicht, dass ich das bei Fluch der Karibik Teil 2 schon mal gesehen hätte. Bitte keine hämischen Bemerkungen. Es geht gleich los. Herr Arthas, bitte Textprobe. Okay. Schiff geht unter und ich dann blub, blub, blub. Oh, eigentlich müsste ich ertrinken. Aber oh Wunder, ich bekomme ja wieder Luft. Das ist Bockmist. Ich bin Todesritter, die brauchen sowieso keine Luft. Nimm doch den Illy hier. Dem bleibt auch an Land schon mal die Luft weg. Ja, so sehe ich aus. Ein Dämon, der blub, blub sagt. Sucht euch einen anderen Deppen. Es ist außer dir aber kein Depp da. Na, dann mach ich's halt, damit ihr Ruhe gebt. Vielleicht kommt mir das Drehbuch ja ein bisschen entgegen und die Rapante macht bei mir Mund-zu-Mund-Beatmung. Schaut nicht so aus. Ich werd bekloppt, doch Hütterkraken ist der groß. So, jetzt alle Mann festhalten, Schiffsuntergangsmusik. Aus! Nee, lass an. Wir können nicht wiederholen, sonst müssen wir alle erst wieder nach Sturmwind zurück. Aber der Musikheini kann sich auf was gefasst machen. Ich sitze in einem Boot mit Captain Iglo Jack Sparrow und gehe zu den Klängen von Titanic unter. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes tief gesunken. Aus Rücksicht auf die arg gebeutelte Crew verlassen wir diese Szene und schauen wieder bei Ditor und Worgina vorbei, die gerade in Uldum die Questreihe mit Harrison Jones absolvieren. Das mit den Filmeinspielungen finde ich richtig gut. Aber hier ist doch so einiges nicht ganz logisch. Kannst du denn nicht einfach mal das Spiel genießen, Mr. Spock? Immer diese Klugscheißer, die dauernd nach Fehlern suchen und alles besser wissen. Also? Anwesende natürlich ausgeschlossen. Ach so, na gut. Also erstmal sehen diese Elite-Soldaten von Schnotz... Gesundheit. Was? Also die sehen aus wie Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Und das in einem mittelalterlichen, Fantasy-angehauchten Rollenspiel. Die haben hier Propellerflugzeuge... Und Unterseeboote. Aber der größte Klopper.
geht das jetzt mal voran hier? Sind die NPC-Sprüche. Die könnten die wirklich mal an die jeweilige Situation anpassen. Du kommst in eine Höhle, da hängt ein armer, bedauernswerter Mensch halbnackt an Haken von der Decke. Du sprichst ihn an, damit du die Quest kriegst, um ihn zu befreien. Und was sagt er? Wie geht's? Der sagt tatsächlich, wie geht's? Und manchmal sogar, kann ich euch helfen? Also das hat nichts mehr mit Logik zu tun. Da geht mir auch die Rollenspielromantik flöten. Ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Aber du hast recht. Dieser Zwergenflugmeister in Theramore, sagt der nicht immer, bleibt auf dem Boden und das vor einem Greifenflug? Sagt mal, wollt ihr hier ein Hörspiel sprechen oder eine Rezension im Spiegel schreiben? Ja, ist ja schon gut. Okay, nächste Szene. Ihr assistiert Harrison Jones. Dabei aktiviert ihr eine Riesenladung Sprengstoff. Ihr rettet euch, indem ihr und Jones in zwei zufällig bereitliegende Koffer springt, mit denen ihr dann durchs halbe Land fliegt. Hä? Das ist doch totaler Schwachsinn. Ich sag nichts. Der nächste Take führt Illy, Arti, Rapante, Jupp, Kinky und Söron Richtung Feuerlande. Kaminski hat sich Urlaub vom Set genommen, um seltene Tiere zu zähmen. Wer ist denn der Jektor mit der angeklebten Flügel an der Arm? Psst, das ist mein Bruder Malfurion. Und sprich ihn bloß nicht auf seine Flügelarme an. Den Fetisch hatte der schon als Kind. Ja, wen haben wir denn da? Der böse Bruder kehrt zurück. Ja, ist auch schön, dich zu sehen. Na, noch alle Federn glatt. Scheiße, ich vergesse es immer wieder. Hey, du Federfetisches! Wenn hier einer den Illy schlagen darf, dann nur ich! Ach, der gestürzte Lichtkönig himself! Da kriege ich ja das große Frösteln! Wollt ihr jetzt meine Quests machen oder nicht? Ja! Okay, 80 Feuerelementare killen, 15 Geisterhirsche fangen, die schneller sind als eure Flugtiere, und einen Schwarm Vögelchen fangen. Dafür gibt's dann 5 Marken des Weltenbaums. Um wie viel braucht man von den Dinger? Tja, für den Anfang mal 30, um überhaupt in die Feuerlande reinzukommen. Dann 300, um weiterzukommen. Und wie viele ihr braucht, um an gute Rüstungsteile und Schmuckstücke ranzukommen, sag ich lieber gar nicht, sonst fangt ihr noch an zu weinen. Ein Blutelf weint nicht so schnell. Nur wenn ich Céline Dion höre. Ah, Syron! Was denn? Während dieser Diskussion ist die tatkräftige Rapante bereits mit den Quests fertig. 80 Feuerelementare sind im Nu erledigt. Die Geister laufen einem dann sowieso irgendwann über den Weg. Und auch den Vogelschwarm zusammenzukriegen ist keine echte Schwierigkeit für unsere Blutelfen-Paladine. Na, wo wir schon vom Vögeln reden? Das habe ich gehört, Wiener Würstchen. Schneller als es ihnen lieb ist, finden sich die Helden in den Feuerlanden wieder, wo der große, böse Flammendämon Ragnaros herrscht und es außer Feuer und Schmerz nicht viel gibt. Oh Mann, diese Hitze geht mir voll aufs Gemüt. Da sehne ich mich nach der wohltuenden Kühle von Eiskrone und meinem gefrorenen Thron zurück. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. Also ich finde das hier irgendwie total sinnlos. Die Gegner werden einfach nicht weniger und man kämpft nicht bis zum Ende, sondern wenn man 8 Gegner gekloppt hat, geht man einfach nach Hause. Na, herzlich willkommen beim Grundprinzip von World of Warcraft. Bitte keine Kritik am Spiel, sonst kriegen wir Ärger. Na, herzlich willkommen beim Grundprinzip von Illy und Arti. Haben Sie noch einen Wunsch, Milady? Na da, schau her, habe die Ehre. Willkommen zurück, großer Jäger. Na, haben wir ein paar ganz exotische Tierchen gezähmt? Hör bloß auf, Kinky. Nicht ein einziges, das kannst du voll vergessen. Selbst um 3 Uhr nachts hängen Heerscharen von Jägern in den Gebieten rum, wo die wirklich interessanten Tiere vielleicht irgendwann mal respawnen können.
Und wenn dir nicht gerade ein Jäger das Tier vor der Nase wegschnappt, kommt irgendeine andere Klasse, die den Erfolg für das Töten dieses Tieres abstauben will. Mal ehrlich, die ganze Jägerspielgemeinschaft auf ein paar seltene Tiere loszulassen und dieselben Tiere gleichzeitig von allen anderen jagen zu lassen, ist doch wohl wirklich eine total verrückte Idee. Wo Resch hat, hat er Resch. Oh Mann, ist das anstrengend hier. Irgendwie haut mein Schwert Frostgram auch nicht mehr so rein wie früher. Ich hasse Lavaseen, ich hasse feurige Ungetüme und ich hasse besonders Lavawürmer, die mich auch noch mit Feuerkugeln bespucken. Ich will hier weg. Mein lieber Arti, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir sind ausnahmsweise mal der gleichen Meinung. Und die ganze Schinderei für eine Handvoll Marken. Komm, Illy, wir hauen ab. Ich zank mich lieber in aller Ewigkeit mit dir in Nordend rum oder lass mich von dir in der Scherbenwelt vorführen, als mit Ragnaros und seinen Spießgesellen hier dauernd Grillabende zu veranstalten. Illy, da sagst du was. Eigentlich finde ich dich ja gar nicht so übel für einen mit zwei Hörnern, viel zu langen Ohren und zwanghaft nacktem Oberkörper. Auf nach Dalaran! Da sollen jetzt in den Kneipen die Preise ziemlich gefallen sein, wo keiner mehr hingeht. Ja, und was machen wir? Wir können doch den neuen Content nicht verweigern. Wir müssen hier bleiben. Wir haben uns so an euch gewöhnt. Den Illy hätte ich schon noch rumgekriegt. Wie soll das denn weitergehen? Wir lassen den Jupp im Feuerland, denn da gehört er hin. Ey, voll krass, Alter. Ich hab ja diesmal nicht viel gesagt, aber das sag ich. Wenn ihr geht, mach ich nie mehr Ansturm. Nur noch heldenhafter Sprung. Ja, das ist das Schöne, wenn man ein Ex-Boss ist. Über 5 Folgen haben wir uns so richtig schön zum Obst gemacht, aber jetzt hauen wir einfach ab. Seid nicht traurig. Steckt ihr nicht in jedem von euch ein Illy und Arti? Und vielleicht, ganz vielleicht, kommen wir ja wieder. Aber nur, wenn die Raumtemperatur hier auf erträgliche Werte gesunken ist. Und so nehmen unsere Helden und die beiden Ex-Bosse gefasst Abschied. Oh. Und während Illy und Arti in kühlere Gefilde aufbrechen, schreiten unsere Freunde mutig neuen Abenteuern und Gefahren und sehr heißen Nächten entgegen. Doch davon soll nicht weiter berichtet werden. Wie ihr ja alle bemerkt habt, ist Elimania wieder da. Und unsere kleine Hörspielreihe hat damit ihren Zweck erfüllt. Illy und Arti hat mit Folge 5 seinen Abschluss gefunden. Wir danken euch für euer treues Zuhören und hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Und wer weiß, wenn die Klicks auf YouTube für jede Folge die 10.000 übersprungen haben, geht es vielleicht eines Tages weiter mit Kinky, Dietor, Kaminski, Jupp, Söron, Murat, Borgina und Rapante und mit Illy und Arti.